Bewohner, das spürt erstmal absolut. Also bei mir lungert keiner rum, bei uns im Grunewald ist alles friedlich. Also ich muss sagen, ich war gestern wieder in Berlin und ich muss sagen, da lungern eine ganze Menge Leute rum. Ach, du hast gar nicht aus Berlin. Ich will mit dir nicht diskutieren, ich wollte einfach nur Luft machen. Ach so. Ja, weil ich sag mal, alle möglichen Länder nehmen 20.000 auf Deutschland, sagt einfach mal jetzt ehrlich wieder Schröder, sagt ihr nehmt 40. Großzügiger Mann. Genug von den ganzen Leuten hier rumzuhängen. Ja. Sollen sie von mir das Geld da runterschicken und sollen denen sonst was bauen. Aber sag mal, hier hören die einfach mal nicht her. Gut, Frank, dann spende ordentlich, die warten drauf und dann kommt vielleicht der weniger. Schauen wir mal. Christian ist bei mir. Ja, Namen. Namen. Ich wollte mich mal über meine Freundin beklagen, weil sie beachtet mich zurzeit ziemlich wenig. Warum? Weiß ich nicht, alles Mögliche. Wenn ihre Freundin da ist und so, stehe ich im Abseits und so eine Scheiße. Bist du nicht mehr interessant genug für sie? Meinst du? Ich weiß, ich frag dich. Glaube ich schon. Naja, also wenn sie dich nicht beachtet, scheint die Freundin ja irgendwas anderes an sich zu haben, dass sie lieber mit der Freundin zusammen ist als mit dir. Vielleicht ist sie lesbisch. nee, das glaube ich nicht. Nicht. Also wenn ihre Freundin dann weg ist, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Ah ja, aber worüber ärgerst du dich dann? Also ich meine, man kann ja nicht 24 Stunden aufeinander hocken. Nee, so ist es ja auch nicht. Bloß wenigstens, dass sie mich mal anschaut oder so. Ach, sie guckt dich gar nicht an. Sozusagen, ja. Auch nicht beim Sex? Ne, das spielt jetzt keine Rolle. Das liegt vielleicht daran, dass du so hässlich bist. Wie wär's, wenn du da mal ins Spiegel schaust? Ich hab einen Spiegel, da gucke ich manchmal rein. Ich kann sogar hier bei mir in den Fernseher gucken, da sehe ich mich auch. Ja, da kommt der Kotzen, wa? Nicht wirklich, ich mag's. Du nicht? Naja, also dein Gesicht nicht so, ne. Magst du lieber meine Füße? Ne, die stinken ein bisschen echt. Achso, magst du auch nicht. Magst du irgendwas an mir? Ja, vielleicht dein Arsch. Das ist das Hübscheste an dir. Siehst du, aber den hast du noch nie gesehen und den wirst du auch nie zu Gesichte bekommen. Deswegen gehen wir zu Franziska. Ja, hallo. Ich wollte mich mal über meine Nachbarin beschweren. Na, dann fang mal an. Oh, die kotzt mich ehrlich manchmal so an, wenn man der mit die über die Straße geht, ja. Mit die? Ja, mit ihr. Mal mit ihr. Ja. Du gehst mit deiner Nachbarin auf die Straße. Naja, wenn man jetzt mit ihr inkaufen geht oder so. Inkaufen? Mein Einkaufen. Ach, einkaufen? Ja. Ach so. Ja, und mit die Nachbarin inkaufen gehen. Hä? Mit die Nachbarin inkaufen gehen. Mann. Bist du ein Berliner Göre, wa? Einkaufen. Ja, besser? Okay. Und wenn ihr dann einkaufen geht, was passiert da, dass es dich stört? Naja, die machen mir manchmal so peinlich. Wie peinlich? Zieht sie sich aus? Nein, so schlimm nun nicht. Was denn? Naja, was weiß ich, was zu machen. Na wie, oder bist du nicht dabei oder wie? Was? Warst du nicht dabei oder was? Ja, klar. Oder wenn man jetzt mit ihr, weil ich habe einen Hund und sie hat einen Hund und die lassen wir immer spielen. Habt ihr schon mal was gemeint? Vielleicht solltet ihr beide mal miteinander spielen und nicht die Hunde. Nein. Und wenn dann irgendeiner vorbeikommt und der dann sagt, ja, ist ein hübscher Hund, ist ein hübscher Hund. Denn ja, zu dir sagt das keiner, ne? Du bist eifersüchtig, dass niemand sagt, du bist hübsch. Das ist ja was anderes. Alle wollen nur deinen Hund. Was? Alle wollen nur deinen Hund. Nein, wenn jetzt irgendeiner sagt, vorbeikommt und sagt, ja, ihr Hund ist hübsch oder so, und dann fängst du gleich an, ihren Lebenslauf halt zu erzählen, ja. Ja, ist eine offene Person. Ja, davon her und der war so teuer und so was alles. Das interessiert keinen Menschen. Ja, das interessiert mich auch nicht, jetzt wo du es sagst. Und deswegen müssen wir leider hier Schluss machen. Stief war noch in der Leitung. Stief? Ja, hallo. Hier schönen die Dank, dass du bei mir warst. Tim war auch da. Tim, sag hallo. Ja, hallo. Danke. Und Paulus war da. Es gibt einen Grund, warum wir die Ostberliner hassen. Auf jeden Fall. Genau, den Grund werden wir uns nächsten Dienstag anhören. Elisa? Ja. Ja, schlaf weiter. Nico? Schade, dass du keinen Zeitpunkt für mich hast. Genau. Und René war noch da. René? Ja, hallo. Das wäre jetzt deine Chance gewesen, mit mir zu reden. Leider ist die Zeit vorbei, aber heute ist nicht aller Tage kann Abend. Kann ich genau hinschwimmen. Ich komme ja wieder. Und zwar am Donnerstag. Am Donnerstag geht's also sozusagen übermorgen darum, wie das Millennium Baby gezeugt wird. Also, wenn die Schweinchen, ihr seid damit gemeint, in diesem Fall aufeinander hocken, damit das Baby pünktlich zum 01.01.2000
auf die Welt kommt. Wie das funktioniert, das klären wir am Donnerstag. Und überhaupt wird es viel mit Berlin zu tun haben. Also damit ihr den richtigen Bums abkriegt, solltet ihr Donnerstag um 11 Uhr wieder einschalten. Und wenn ihr wieder richtig hassen wollt, wen auch immer, dann bin ich Dienstag für euch da. Um 23 Uhr, wie immer hier bei TV Berlin. Und spätestens nächsten Dienstag, das ist nämlich dann schon der dritte, erwarte ich jemand auf diesem Stuhl, der sich hier präsentiert und mir sagt und vor allen Dingen dem Rest von Berlin und Brandenburg, was Phase ist. Ihr Feiglinge, traut euch her unter den Fernsehturm. Dienstags ab 23 Uhr ist dieser Stuhl für euch reserviert. Bis dahin, lasst euch nicht ärgern. Ich bin wieder Hass. Hassen. Ganz hässlich hassen. Sehen Sie den Mann, den alle lieben. Du bist absolut unter Niveau, bist du. Was für ein Niveau hast du denn? Also wo legst du denn die Latte an, wenn du dann mal eine kriegst mit Viagra? Der immer freundlich zu seinen Zuschauern ist. Ruf mich an. Der eine schlechte Eigenschaft hat. Ich schmeiße mal Leute raus, die mich langweilen. Und die Vorteile des Fernsehens zu nutzen weiß. Auftrat mit Christian Rabari. Heute 23 Uhr auf TV Berlin.